Hallo meine Lieben, heute werde ich wieder etwas wokken. Und zwar, wie soll ich das nennen? Gebratenes Schweinefleisch mit Bohnen, Pilzen, ja, irgendwie so wird das Video heißen. Steht ja hier unten dann der Titel. Und gehen wir einfach mal rüber in die kleine, aber feine Küche und legen wir schon mal mit dem Fleisch los. Der Rest ist noch im Froster. Das hole ich dann erst später raus, weil Fleisch muss ja noch ein klein bisschen marinieren. Attacke. Ach so, ja, irgendwas mit Reis ist da auch gerade noch gestanden. Da habe ich ja auch noch einen übrig, aber hier ein Schweinenacken müsste es gewesen sein. Den schneide ich mir heute ein Stückle ab und verarbeite den. Der Rest kommt in den Kühlschrank für morgen. Dann habe ich heute hier das 5 Gewürze, China-Gewürz. Nehmen wir das einmal wieder. Dann habe ich noch Sojasauce, Teriyaki-Soße und Merim, Reiswein. Tja, reicht mir die kleine Schüssel. Nehmen wir lieber mal ein bisschen eine größere. Zumindest jetzt für das Fleisch. So, werde ich mal schnell auspacken und abtupfen und dann machen wir gleich hier weiter. So. Tja, was kam raus? Zwei Steaks, hat ausgesehen wie ein Drum. Jetzt schneide ich mir erstmal das erste hier klein und dann werden wir weitersehen. Aber eventuell mache ich doch sogar beide gleich. Also ihr seht es, ich mache hier relativ dünne Streifen, ja. Eigentlich könnte ich es auch komplett machen gleich. So, ein bisschen von der Teriyaki-Soße. Nee, das war Sojasauce. Jetzt kommt die Teriyaki-Soße. Tun wir auch bloß so einen Schwupps rein. Der Reiswein. Wie das Ganze natürlich hinterher schmeckt, habe ich noch keinen Plan. Hier tue ich jetzt ein klein bisschen von dem 5 Gewürze Zeugsel drüber. Hier habe ich gelernt, weniger ist mehr. Da will ich gar nicht zu viel drin haben. Dann knet man das hier jetzt einmal schön durch. Und dann darf das sich noch für 1 oder 2 Stunden im Kühlschrank ein bisschen ausruhen. Tja, und in Wok kommt das heute als letztes. Aber das werdet ihr ja nachher sehen. Tja, meine Lieben, da wäre ich wieder. Bisschen Butterschmalz, den nehme ich in den Küchenwok mit hinein. Die Bohnen, was ich gesagt habe, die habe ich gefroren, habe ich sie noch klein gebrochen ein bisschen, damit sie einfach nicht so lang sind. Dann habe ich hier eine bunte Pilzmischung. Oben drüber habe ich jetzt noch ein paar Steinpilze, alles aus der Gefriere. Also ich habe heute nur Sachen oder verwende heute nur Sachen, wo ich noch da hatte, wo in der Gefriere waren. Und dann noch mein restlicher Reis, dann wäre der auch geschafft. Tja, und dann habe ich hier noch einen Knoblauch
gerade eben aus dem Kühlschrank rausgezogen. Den hacke ich mir noch schnell klein, schmeiß den jetzt noch in die Bohnen rein und danach sehen wir uns dann schon am Herd mit dem Wok. Ja, also, dass man hier meilenweit von, ich sag's mal, original chinesischen Gerichten oder ach, japanischen oder was weiß ich sind, ist mir vollkommen klar. Das reicht. Aber darum geht's ja gar nicht. Ich will hier einfach meiner Kreativität freien Lauf lassen. Ein bisschen Anlehnung natürlich daran nehmen, wie jetzt Reis, gebratenen Reis, den werde ich natürlich auch nicht so hinkriegen. Aber ich denke, es wird trotzdem lecker werden und vielleicht Anregung für den einen oder anderen sein. Und genau darum geht es ja bloß. So, deswegen nehme ich auch Butterschmalz, weil man das halt am besten schmecken tut. Ja. Wir brutzeln jetzt die Sachen nämlich wieder einzeln an. Und dann kommen die hier hinten in die Schüssel rein. Und dann machen wir das Stück für Stück. Und am Schluss findet sich alles zusammen hier drin wieder. So, dann haben wir schon mal den restlichen Reis, was ich noch hatte, rein. Ja, und außerdem ist es eine tolle Resteverwertung. Und ja, eine Gefrierschrank-Räumaktion. Und den tun wir jetzt einfach kurz anrösten, anbrutzeln und dann geht's weiter. Ich habe Springreis. Boah, ja Hölle. So kenne ich das ja gar nicht. Das ist jetzt Puffreis oder was? Ich lasse mich doch nicht von dem Reis hier veräppeln. So, dann machen wir das mal schnell auf. So, dann bleibt da hoffentlich der Reis, wo er sein soll, im Wok. Ja gut, der Wok ist halt jetzt etwas größer. So passt besser. Jawohl! Ich kann ihn doch noch halbwegs schön anbrutzeln. Leute, das ist wirklich der Springreis. Puff, puff, puff. So, den Reis da hinten erstmal wieder kurz beruhigen lassen. Dann kann ich den nämlich hier in meine Schüssel mit reingeben. Das sieht man jetzt nicht, da ist die Kameraeinstellung wahrscheinlich zu tief. So, da ist er. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir als nächstes gleich erstmal wieder Herd einschalten. Gleich mit den Pilzen weiter. Vielleicht wieder ein klein bisschen Butterschmalz rein. Und die tun wir eben auch nur kurz anrösten. Ist ein Haufen Schmelzwasser jetzt dabei. Das wird aber dann auch gleich mit verdunsteln. Verdunsteln, ja. Tun wir auch bloß kurz anschmoren. Ansonsten sind ja nachher gar keine Pilze mehr da. Champignons habe ich jetzt leider keine mehr gehabt. Sonst hätte ich wahrscheinlich Champignons genommen. Ich liebe ja Pilze und deswegen schmeiße ich einfach noch eine Handvoll Pfifferlinge auch noch mit rein. So, dann habe ich gar nichts mehr von dem ganzen Zeug in der Gefriere. Weg sind sie. Ich sag dir, die Truhe muss leer werden. So ziemlich. Noch ein bisschen vor sich hinschmoren lassen und gut ist. Und ja, meine Lieben, frische Pilze wären mir natürlich persönlich lieber gewesen. Ganz klar, wer mag das nicht? Aber ich selber gehe alleine nicht im Wald.
zum Pilze suchen. Da habe ich gar keine Lust und keinen Anreiz dazu. Vielleicht irgendwann einmal, wenn ich hier nicht mehr alleine bin, da kann ich mir das dann vorstellen. Und so lange nehme ich halt dann ja, die gefrorenen. Dann schmoren wir jetzt die Bohnen und den Knoblauch auch noch ein bisschen an. Bevor das auch wieder ja, in die große Schüssel kommt. Ja, und wenn der Knoblauch dann ein bisschen Röstaromen angenommen hat, dann ist das für mich persönlich das Zeichen raus damit. Dann fangen wir mit dem Fleisch an. Ich denke, das mache ich jetzt auf 2 Portionen. Ja. Von der Flüssigkeit ist gar nicht mehr viel übrig geblieben. Und dann brutzeln wir das auch noch schön an. Den Butterschmalz kann ich jetzt auch endlich wegräumen, den brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Da geht mir wieder Volldampf auf den Wok. Ja, riechen tut es mal lecker. Na, irgendwann lerne ich das schon noch. Also ich mache jetzt die erste Portion komplett fertig. Das zeige ich euch dann, wenn sie rauskommt aus der Pfanne, und dann mache ich die zweite Portion und am Schluss, ja, hole ich euch wieder dazu, wenn ich alles zusammen tue. Misch, mix, quirl. So, dann hätten wir diese Runde vollständig. Also ein paar Röstaromen hat es auf alle Fälle angenommen, wie man sehen kann. Da ist ja auch das Teriyaki-Zeug mit drin und das. Das karamellisiert natürlich. So. Die zweite Ladung. Und nachher hole ich euch wieder dazu. Da ich kein Woköl finde gerade. Irgendwo habe ich es. Aber die Frage ist halt wo wieder. Habe ich jetzt einfach bloß noch ein bisschen normales Öl mit rein. Oh, Butter, Schmalz und Öl gemischt. Und dann brutzeln wir das gleich fertig und dann kommt alles zusammen. Und ich sag's euch, das Fleisch schmeckt schon mal lecker, weil ich schon probiert habe. Ja, da lange ich hier hinten einfach rein, schnapp mal was und ab in den Hals. So. Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Lassen alles noch mal schön warm werden. Und danach können wir auch schon gleich essen. So, Erde schon ausgeschaltet. Nächste Szene, ab auf den Teller. Ja, dann wären wir soweit. Füllen wir den Teller das erste Mal. So. Viel Fleisch. Tja. Also, ich finde, das sieht mal richtig gut aus und probierele. Tja, ein Essen aus Gefrierschrankfundus. Kann man so sagen.
den asiatischen Touch hat es auf alle Fälle. Sehr geil. Bisschen fleischlastig, aber das ist vollkommen in Ordnung. Muss auch mal wieder sein. Und ja, das einzige Negative, was ich daran jetzt sehe, ist, dass ich alles ohne meine Maus essen muss. Mhm. Aber Leute, auch da werden noch wieder gemeinsame Videos kommen. Ich lasse mal das jetzt schmecken und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abos wären auch schön und ja, ciao, ciao.